Es willkommen zurück, ich habe diesmal die Stufe 7er Kreuzer von den Briten und der Feuerschweigenkatze ist auch noch da. Hallöchen! Hallo! So, Devilshire durchgeballert und es kommt der nächste geile Hammerschiff. Ich behalte mein Devilshire-Kapitän, der ist relativ schon sehr weit schon. Und müssen wir erstmal suchen. Ich könnte meinen richtig geilen Kapitän nehmen. Der komische Kapitän. Aber nö. Warte mal, Queen. Wo gibt's eine Liste? Wo ist er denn? Devonshire. Da, Devonshire. So. Wir tun das mal nett ausbauen. So. Ja, natürlich erstmal die Hauptbatterie. Das ist ja immer das Wichtigste immer für uns allen. Löschen. So, ich nehme lieber das hier Motorwerk, also ist besser. So. Was nimmst du lieber, Steuergetriebe oder Schadensbegrenzungssystem? Ist das Ding eigentlich sehr wendig? Musst du gucken, ich hatte meine Surrey damals nicht ausgebaut gehabt. Ruderstärke von 13,1, okay. Boah, mit dem besseren Rumpf kommt man 9? Ich glaube, ich nehme Steuergetriebe. Boah, 7,5 dann. Boah, Hammer, das ist ja übelst geil. Das ist richtig fast so Zerstörer-like beinahe. 7,5. Ja, kein Wunder. Also ich denke mal, das Ding muss man echt wirklich auf Max Range schrumpern. Ich hätte gerne das... Ich lasse das los, wie es ist. Ich glaube... Stimmt. Auf Stufe 7 hat man den Reichweitenflieger mit. Nice. Ich lasse lieber Def A drin. Ich mag den Def A... So. Tarnung. Boah. Also die Bremen-Tarnung von dem Schiff sieht auch nicht schlecht aus. Das ist irgendwie weiß, grau, grün? Egal, ist irgendwie eine komische Farbe. Ich nehme mal was FlexP braucht ein, was für einen Kapitän boostet. Ja, komm hier, da. Die engste Tarnung drauf. Was für Feuerchen. Flugabwehr, Geschwindigkeit. Defa-Erhöhung. Ich kann bis hier nicht da links reinkomme. Nein, das wird nicht gehen. So. Bisschen schneller in den Kapitän, ein bisschen boosten. Ist ja nicht dolle. So, wir sagen erste Runde mit dem neuen geilen Schiff. Bliska! Bliska ist ja auch kein schlechter Zerstörer. Nee, ist er nicht, wenn man ihn richtig spielen kann. Ha! Ich hab Defa dabei. Nice. Oh, das ist mal Seltenheit. Ja, stimmt, ich hab die Minz ja auch. Ich weiß, mit Minz komm ich nicht. Ach, stimmt, ich feier, ich spiele ja ein englisches Schiff, ja. Oh, die Bismarck, Ich hab zu viel Stimmmäuse drauf. Hilfe, warte mal, weil. Gibt da doch Dings hier, die. Iowa, nein. Aktual. Yes. Da, wo ist beide? Das ist auch die perfekte Stimme. Hab ich schon ganz gesucht. Wir fahren doch mal in ein englisches Schiff. Aber 6 Kilometer Flugabwehr, das ist schon ganz angenehm. Ja.
Ach, scheiße. Was ist? Ich hab bei dem Kapitän nicht mal... Oh Gott, ich gebe 7,5 Kilometer auf. Danke, du hast kein Tarnungsmeister geskillt. Ich hab kein Tarnungsmeister. Oh, okay, besser. Hat der gerade 5000 eingedrückt? Da nehmen sie noch einen North Griner noch. Achterschiff? Jo, ein Achterschiff. Eine ganze Runde. Wow. Hm. Das ist mal selten. Merkt man, die Stock-Variante ist echt ekelhaft. Ich hoffe, der Reichweitenflieger ist gleich tun besser. Ja, der Reichweitenflieger ist in manchen Situationen echt gut. Außer wenn der ein Schwerkreuz. Shit. Ich getroffen. Ach. Ja, schade. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wird das Gebet zurückgefahren. Eigentlich bist du überlegen mit dem Gangfight. Das Problem ist, dann ist ein Miyoko dabei. Und das Schiff kann ziemlich sehr gut Chan reindrücken. Sorry, aber. Da ist er, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Wir haben einfach keinen zerschossen. Ja, Link komplett wieder weg. Ja, komplett weggelenkt. Nee, Torpedos. Wollte auf mich schießen. Ach, stimmt, die Fuße haben ja über 19 Kilometer Reichweite. In der Reichweitenflieger haben sie nur über 20. Gemein. Aber wir haben die Jervis vertrieben. Das ist schon mal die Hauptsache. Und ist wieder da. Aber die Hydro ist nicht so toll bei den Schiffen, oder? Bei den Briten? Hm, nicht so wirklich. Ja, da ist ein Cap drin, kann das sein? Ja. Irgendwie ist kein Schwein, kann ich ihn wirklich aufmachen. Wer schießt er denn? Ist der völlig doof? Ah, er wollte den Cap resetten, das war der bestimmt. Ruder zerschossen? Scheiße. Oh. Ah, ein Trefferausfall. Ja. Ja, hier hätte wegen unserer Flugzeugträger mehr helfen können. Ja, ich hätte einfach nicht in den Chest Torp reinfahren dürfen. Naja, du lebst ja noch, du kannst ja noch die Runde retten. Das Ding hat mir einen besseren Timewert wie ich. Das Problem ist ja, die Visa soll lieber auf Zerstörer geben. Also man hätte lieber uns Zerstörer aufgedeckt, dann hätten wir den Zerstörer eigentlich richtig schön wegklacken können. Aber wie ich sehe, hier unsere 8er Schlachtschiffe verstecken lieber hinter der Insel. Sind richtig top Tier in dieser Runde. Ich kann nur eins machen, nur flüchten. Gott, das habe ich vergessen. Die Suri hat Heal, oder?
meine ja. Aber du fährst das Schiff gerade. So, ja, also ich hab hier. Also ja, also ab Tier, ich glaube ab Tier 5 hast du schon hier schon mit. Okay. Ja, das. Kann sein. Weil ich mache schon Schaden, aber auf Grono, ich mache kein Feuer. Die Minz ist so ein Haufen Backstein im Wasser. Ach, ich muss sagen, eigentlich freue ich mich schon auf die Minz. Huch! Da war so ein Fluggewehr rausgeflogen. どうしようか? Der Einflieger hat nur. Jetzt habe ich den Insel abgeschossen. Da ist er. Die Türme. Enemy ship is in sight. Admiral, 少しお疲れですか? Boah, was haben die für Hangtime? Alter Schwede. Die sind ja übelst lang in der Luft. Ich glaube, du kannst näher zum Gegner von. Da muss ich ja. Mann! 8 Sekunden, fast 9 Sekunden in der Luft. Die Granaten. Hier, hier, das ist aber ja X. Ja, die fliegen lange. Das habe ich gerade gemerkt. Aber wenn du triffst, machst du auch gut Schaden. Das ist klar, die Kaliber, das ist selbstverständlich. Die Weser kommt aber viel zu spät damit, leider. Das ist ganz anders zu verhalten wie sonst immer. Aber zweimal getroffen, das ist schon mal nicht schlecht. Ich bis jetzt nur kein Feuer gelegt, auch nicht mal. Das ist schon ein bisschen leicht belastend. Aber. Ach, falsche Tasse gedrückt. Hab ich versehentlich Defa-Akt. 16 Kilometer habe ich? Wow, okay, das hätte ich nicht erwartet. Enemy ship is inside. Yay! Boah, 4-4 auf die Fuso. Au. Ich sollte auch lieber die Preisseite fahren. Autsch. Au! Hab mich da denn getroffen? Aua! Ach, ich war die da oben. Aua, 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 aua. Enemy ship is in sight. 少しお疲れですか? Jetzt kommt ein bisschen Simulapi um die Ecke geflogen. Das tut weh. Wenn er mal treffen würde. Wenn er treffen würde, aber wenn er trifft, ist dir weh. Das ist richtig. Admiral, 少しお疲れですか? Weil er muss mit seiner Frontbatterie schießen. Ach, ich hasse, wenn die Schiffe spitze anfliegen. Oh, hoffentlich. Gut, und hat gelöscht. Jetzt merkt man, ich nicht zu selten Reichweitenflieger spiele. どうしようか? Admiral, 少しお疲れですか? So, auch nicht schlecht. こんな感じでいいかしら? Admiral, 少しお疲れですか? Also im Reichsflieger ist es schon etwas angenehmer zu spielen. なるほど. API funktioniert auch super. Wenn mal wieder so ein
Schiff Breitseite zeigen sollte. Ich glaube, das ist ein Dings AP-Moment. Wer wird so schossen? Jetzt ist er tot. Ja. Abgefuckt, Junge. Ja, ich bin wirklich der Letzte. Nett. Das Schönste, ich habe übelst geile Tarnwert. 10, C3. Das ist Hammer. Für Stufe 7 Kreuz, das ist übelst stark. Okay, hier kann man eine kleine Reichweite, aber schon gute Werte eigentlich. Aber cool, 3 Minuten. Cool, da habe ich auch meinen Reichweitenflieger. Das ist schon ein bisschen derbe. Also wirklich geglänzt. 42 Zieltreffer, 2 Brände. Boah, das ist ja fast gar nichts. Dann tue ich mal links mal in den Schlachtschiffen Bomben noch. Nett, ich hab die Aufbauten erwischt. Sei nicht seine Tops, gehen alle daneben. Nein, es treffen welche. Das ist gut. Ja, das Feuer, bitte auch drauf. So Glück haben die Dinge an hier. Das brauchen sie aber auch. Ja. Du wirst fast eine schwimmende Zitadelle. Oh, wieder abgefangen. Nice. Aber er hat mich nicht getötet. Bin ich immer nett. Hat er schon Platzen gesehen? Boah. Hui. Meine Torzio getroffen? Eventuell wäre unwahrscheinlich. Ach, die Runde sieht ein bisschen verloren aus. Ja. Aber ich habe mein Damage gemacht. Wie viel hast du gemacht? 62.000 nur. Und das mit 3 Abfackler. Ich bin Zweiter. Die nur übermäßig Zerah, weil die Zerah im Okubit runtergefallen und hat komplett gekappt. Schiff funktioniert. Das ist schon mal ganz cool. Aber wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis das nächste Mal. Tschüssi. Tschüss.